Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Filuka unterwegs. Filuka? Ja, genau. So sieht Filuka, also der Server, auf dem Filuka ursprünglich mal war, jetzt aus. Das hier ist ein Modpack. Um genau zu sein, ist das Feed the Beast Modpack Direwolf 20 in der Version 1.6.1 für Minecraft 1.7.10. Das waren jetzt ein Haufen Zahlen. Das bedeutet aber letztendlich einfach nur, das ist die aktuellste Version von dem Modpack. Und ich habe gerade eine sehr großzügige Spende von einer recht ansehnlichen Menge RAM bekommen. Das heißt, ich kann jetzt das hier tatsächlich auch aufzeichnen, weil mein Aufzeichnungsprogramm jetzt auch gleichzeitig mit FTB läuft. Also FTB ist der Launcher, in dem dieses Modpack läuft. Und das ist Minecraft mit 152 Mods drin. Da haben wir rechts oben die Journey Map, die Karte. Da gibt es jede Menge an Zeugs, was ich hier dabei habe, was überhaupt nicht mit Vanilla Minecraft zu machen ist, was es da drin überhaupt nicht gibt. Und ich dachte mir, als allererstes mache ich mal so eine kleine Tour, was so im Moment hier auf diesem Server so los ist. Da unten ist eine Kleinigkeit nur. Da ist eine Weizenfarm, die funktioniert automatisch. Da können wir mal eben hingucken. Hier drunter im Wasser ist ein Planter, der das automatisch hier anbaut, da er neue Pflanzen, neue Samen da reinsetzt, neue Setzlinge, je nachdem, was man ihm gibt. Da hinten ist die Maschine, die das erntet. Das blaue Ding hier, oder naja, dunkelgrün, ist ein Tesserakt. Der kann Items und Energie und Flüssigkeiten durch die Gegend beamen. Da gibt es ein Gegenstück, zu dem kommen wir da nochmal. Das Ding ist ein automatischer Fischer, da muss man dann auch nicht mehr selber angeln, aber das ist hier die Energieleitung dahin, der ist im Moment abgestellt. Da kommt nämlich so viel unnützes Zeugs raus, da habe ich keine Lust mehr gehabt, das alles noch zu sortieren. Das Ganze landet, kann ich den da? Nein, kann ich nicht zeigen, weil wir hier einen Tesserakt haben. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Da haben wir noch mehr davon. Wir haben hier Railcraft ist in dem Modpack dabei. Da gibt es hier eine Eisenbahn. Die sieht im Prinzip noch relativ normal aus. Die habe ich nämlich noch so gebaut, wie sie eigentlich mit Standard-Tracks auch funktioniert, mit Standard-Gleisen. Da kann man einiges mehr machen. Das zeige ich vielleicht mal, wenn ich da hinten hinfahre. Da geht es zum Endportal. Diese Strahlen da, Beams, Beacons, die kommen von der Journey Map. Das ist eine sehr praktische Karte, die man sich, ich mache sie mal Fullscreen. Ups, da sind wir gerade, da sind lauter Kühe. Und das ist eine sehr praktische Angelegenheit, die kann man direkt hier in Minecraft aufmachen. Und das ist alles so. Na, das ist maximale Zoom-Stufe. Das ist das, was ich schon so erkundet habe, wo ich schon überall gewesen bin. Wie man an dem bunten Landschaft sieht, ist auch Biomes Aplenty hier mit drin. Das heißt, es gibt jede Menge neue Biome. Ich glaube, über 150 sind es mittlerweile da drin. Das hat auch zur Folge, dass es gigantische Dörfer gibt mit jede Menge Häusern. Und es gibt, finde ich das jetzt auf die Schnelle, irgendwo hier müsste eins sein. Es gibt eine ganz witzige Art von Dorf, das ist es nicht. Finde ich so auf die Schnelle dann doch nicht. Macht nichts, kommen wir auch nochmal irgendwann zu. Da ist eine Burgmauer drumherum und dann gibt es Guardians, die selber gegen Mobs angehen und so weiter. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, das hier, das sind Wegpunkte, Wegmarkierungen. Die kann man sich selber setzen. Da ist das Endportal, da ist ein Bergdorf, habe ich es genannt, weil es ist ein Dorf auf einem Berg. Das reicht dann aber auch zur Karte. Da wird's Nacht. Dann nehme ich mal meinen Schlafsack und lege mich hier ins Gras zum Nickerchen. Diese Strahlen da hinten, diese Beacons, die kommen von der Karte, von den Wegpunkten. Wenn ich dann auf der richtigen Höhe dahin gucke, sagt er mir auch die Entfernung dahin. Ganz praktische Einrichtung. Hier habe ich eine kleine Kuhfarm. Da sind hier vier erwachsene Kühe. Wo kann man sie am besten sehen?
Ah, ich habe hier ein Dach drüber, dann kann ich nicht springen. Hier sind 4 erwachsene Kühe drin. Das ist ein Breeder, der versorgt die automatisch mit Weizen. Dann ist da ein Chronotyper, der ist so eingestellt, dass er alle Babys, vielleicht haben wir Glück, da kommt gleich eins. Der ist so eingestellt, dass er die Babys erkennt und schwupps in den anderen Stall da drüben verfrachtet. Da muss man hier ein bisschen Weizen reintun und dann werden die da fleißig vermehrt. Und sobald die dann hier aufgewachsen sind, das wäre vielleicht noch was mit ein bisschen Glück, was wir sehen können, weil da so viele drin sind, könnte vielleicht gerade mal eine auswachsen. Aber sie tun uns den Gefallen wahrscheinlich nicht. Da ist nämlich ein Grinder. Ich komme da nicht hin. Das da oben in der Mitte, das nennt sich übrigens Weiler. What am I looking at? Das zeigt einen, auf welchen Block man gerade guckt. Man kann es auch für Flüssigkeiten einstellen und so weiter. Hat ein paar Zusatzinformationen. Zum Beispiel, dass dieser Grinder gerade 30.831.000 RF, das ist eine Energie, die man benutzen kann, eine Energieart, um Maschinen anzutreiben. Jetzt ist er voll geladen mit 32.000. Der ist currently harvestable, den kann ich abbauen und das effektive Werkzeug dafür wäre die Pickaxe und sobald ich die auswähle, wird es auch grün. Sagt mir also, jetzt kannst du den abbauen. Dieser Grinder, der ist so eingestellt. Kann man das überhaupt einstellen? Nee, macht er automatisch. Viele dieser Maschinen haben so ein User-Interface, wo man so diverse Sachen sehen kann, wie viel Energie da ist, wie lange er noch idle ist und so weiter. Hängt von den Maschinen, der jeweiligen Maschine ab, was da drin steht. Der ist jedenfalls, der arbeitet so, dass der, sobald hier ein erwachsenes Tier sieht, legt er das um. Und alles, was die so droppen, das schmeißt der nach hinten raus in diesen Ender-Chest. Und das sind auch neue, andersartige Ender-Chests. Die kommen auch aus einem Mod-Paket. Die haben hier Farben drauf. Und da kann man halt 16 hoch 3, 16 verschiedene Farben haben wir ja in Minecraft, verschiedene Ender-Chests machen. Ich habe hier gleich da auf der anderen Seite noch andersfarbige. Der schmeißt außerdem noch, wenn er diese Viecher da umbringt, Mob Essence raus. Mob Essence ist sozusagen Lebenssaft und den kann man benutzen hier drüben drin. Hier unten sind lauter Rohrleitungen und so weiter. Ich komme hier nicht. Doch, jetzt komme ich hier rein. Ich zeige gleich noch oder ich erkläre gleich noch, warum das so ist. Die Mob Essence läuft hier in diesen Tank und wird dann in dieses Ding hier. So, muss ich mich so hinstellen, dass ich hier am Zaun eingeklemmt bin, in dieses Ding gebracht. Das ist ein Autospawner und da ist im Moment im Safari-Netz ein Creeper drin. Safari-Netze sind ganz witzig, da kann man Mobs drin einsperren und die dann transportieren. Und darüber ist eigentlich nur ein großer leerer Raum, in dem der dann das, was er, wenn er genügend Essenz hat und genügend Energie, spawnt er das, was da drin ist. Vielleicht können wir reingucken, muss ich wahrscheinlich von hinten reingucken. Denn da kann ich dann auch gleich mal zeigen, warum ich da mich ständig wegbewege, obwohl ich nirgendwo eine Taste drücke. Da stehen Ventilatoren. Jede Menge davon. Die sind dazu da, um alles, was da drin spawnt, ich mach's mal wieder zu, um alles, was da drin spawnt, in Richtung des Grinder auf dieser Seite zu bringen. Hier ist nämlich genauso eine Kiste. Und der schmeißt alles, was es an Mob-Drops gibt, hier rein. Und ein Teil davon wird, wie gehabt, über ein Röhrensystem wegtransportiert. Und da ist noch mal so ein Ender-Chest. Der weiß-weiß-rote hat eine besondere Funktion. Das ist der Eingang von meinem AE-System. Und was das ist, erkläre ich dann auch noch mal. Hier ist eine Baumfarm. Die baut automatisch Bäume an. Und vielleicht wächst jetzt gerade mal einer. Dann können wir das vielleicht sehen. Da ist auch wieder ein Planter darunter, der die Bäume anpflanzt. Das geht also auch. Der kann nicht nur Weizen und sowas. Da ist einer. Und dann kommt der Harvester hier und der macht einen Höllenlärm und baut das ab. Das Ergebnis davon landet dann hier drin und wird dann wegsortiert. Die Holz geht zum Teil nach hier unten. Da ist ein
Ofen und der macht daraus Holzkohle. Und da können wir gleich nochmal runterklettern, das zeige ich dann nochmal. Und die Setzlinge gehen natürlich zurück in den Plater zum einen Teil und zum anderen Teil hier rein. Da habe ich etwas Größeres. Hier sind nochmal zwei dieser Ender-Chests. Der eine, dreimal grün, ist für Setzlinge. Der ist auch komplett voll. Die landen da hinten unten im Berg. Daraus mache ich Biomasse und aus der Biomasse Ethanol und damit treibe ich Maschinen an. Und in diesem hier, orange, orange, grau, landen Äpfel. Und diese Äpfel landen da auch da hinten. Die sind nämlich auch für die Biomasseproduktion. Allerdings mache ich aus den Äpfeln Saft und aus den Setzlingen Biomasse. Den Saft braucht man, um die Setzlinge zu fermentieren. In einem Fermenter natürlich. Und hier landet die Holzkohle. Die mache ich hier unten drin. Na, werde ich hier wohl runtergehen können. Da kommt von hier oben das Holz runter, wird in diesem elektrischen Ofen zur Holzkohle gebrannt. Da könnte ich jetzt noch Upgrades reinmachen. Dann würde der das schneller machen oder weniger Energie kosten oder so. Und dann geht ein Teil von der Holzkohle in diesen Generator. Der macht elektrischen Strom. Das ist eine andere Energieart, die man hier haben kann. Die nennt sich EU, Electrical Units. Da gibt es hier einen Zwischenspeicher, eine Batterie. Das ist nur eine kleine, weil hier nur zwei Maschinen dran sind. Und das, was der dann über hat, an gemachter Holzkohle, geht dann da oben rein. Und dieses Rohrsystem muss sich nochmal ändern in ein etwas intelligenteres. Diese Dinger hier sind nämlich viel cleverer und platzsparender als diese Dinger hier. Die sind von zwei verschiedenen Mods. Das ist ein Item Conduit und das ist ein Item Duct. Und die machen eigentlich beide nichts anderes als Items durch die Gegend transportieren. Aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und die einen sind etwas cleverer als die anderen. Und da geht der, ich gehe hier mal weg, der macht einen fürchterlichen Lärm. Hier ist meine Bienenzucht. Das heißt vorher, bevor wir zu den Bienen gehen, gehen wir mal zu den Golems. Es gibt hier eine ganz nette, eine ganz nette Transportmethode. Das ist ein Elevator. Und wenn ich jetzt hier auf Springen drücke, bin ich eine Etage höher. Und hier ist nochmal eine Farm, die funktioniert aber nicht mit Maschinen, die funktioniert mit Golems. Thorncraft ist hier nämlich auch in dem Modpack. Die springen anscheinend von dieser Truhe gerne mal runter. Ich muss, wenn ich hier oben bin, mal meinen einen Ring abnehmen, den hier. So. Anscheinend springen die hier von dieser Truhe gerne mal runter und haben hier aus meinem Farmland jetzt Gras gemacht. Muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das ändern kann. Das sind magische Golems, die man machen kann. Der eine ist ein Harvester. Der da? Nee, der nicht. Der hier. Der geht hin, wenn so eine Pflanze ausgewachsen ist und erntet die. Und weil er ein Upgrade hat, pflanzt er sie auch neu an. Und der andere ist ein Gatherer. Der sammelt das einfach nur ein. Und die schmeißen das dann hier in diese Truhen. Da laufen sie fleißig hin und her. Ich habe hier mehrere davon. Und die gehen, wie gehabt, über ein Rohrleitungssystem in diesen Ender-Chest, in mein AE-System. Und das hier ist eine andere Transportmethode. Das ist ein Travel Anchor. Die kann man mit Namen versehen. Und dann kann man springen drücken. Na, machst du es jetzt auch? So, muss ich warten, bis der rot ist. Na, komm. So. Weiß ich nicht, warum das eben so schwierig war. Die beamen einen durch die Gegend und da unten sind noch mehr davon. Die sind aber zu weit weg von dem da oben. Deswegen muss ich den hier als Zwischenstation nehmen. Jetzt sind wir bei den Bienen. Da gibt es drei Stationen. Das hier ist die Station, in denen ich zum Beispiel hier aus einer Rocky Princess mit ganz vielen Auric Drones eine Auric Princess mache. Da lege ich die einfach rein und dann wird die so oft mit denen verheiratet, bis sie dann selber auch diese Sorte hat. Hier mache ich also neue Bienensorten. Dann kommen die hier rüber zur Vermehrung. Die sind automatisiert. Die Produkte landen allesamt hier drin. Da ist jetzt nichts, weil ich hier allesamt, die sind alle fertig. Da sind jetzt gerade keine Bienen hier drin. Und die, von denen ich die Produkte haben will, die landen hier drin, das sind Industrial Apiaries, das sind industrielle Bienenstöcke, die kann man mit Upgrades hier
praktischer machen, nützlicher machen. Da gibt es zum Beispiel irgendwo hier eine Biene, die eigentlich im Nether wohnen möchte. Die hat eine Heizung. Findet sie gerade nicht. Da ist sie. Das ist eine Fiendish Queen, die ist eigentlich im Nether zu Hause. Und weil das hier oben zu kühl für die ist, habe ich hier eine Heizung drin. Und dann funktioniert das hier auch. Und hier gibt es ein paar Schafe, falls ich mal bunte Wolle brauche, gibt es hier einen Rancher, der schert die dann automatisch, aber ich habe noch reichlich im Vorrat, deswegen ist er im Moment aus. Da wird es schon wieder Nacht, also machen wir nochmal eben schnell ein Nickerchen. Der Schlafsack hat den Vorteil, dass er den Spawn nicht neu setzt, den kann man also überall verwenden. Und wenn man dann tatsächlich irgendwann mal drauf gehen sollte, was nicht unbedingt der Fall sein muss, dann landet man trotzdem an seinem Bett. Ich habe auch ein Pferd. Das habe ich gefunden, zufällig. Also das ist eigentlich aus einem Mystery Safari Net, das ich geangelt habe. Entsprungen. Und dann dachte ich mir, kann ich das auch gleich mal zähmen. Hier haben wir ein bisschen Botania. Das ist ein Mod, der im Prinzip auch Maschinen hat, aber die Maschinen sind alles Blumen. Und die benutzen als Energie Mana. Und das ist eine Blume, die... Da ist jetzt gerade nichts drin, sonst wäre hier ein Stück Kohle rausgefallen. Die greift sich alles, was brennbar ist und verbrennt das und pustet dann ihr Mana in diesen Mana-Spreader und das landet dann in diesem Mana-Pool und damit kann man dann diverse Sachen machen. Unter anderem kann man, deswegen leuchtet da mein Balken, wo normalerweise nur die Erfahrung drin ist, gibt es da unten diesen blauen Schimmer, der da pulsiert. Ich habe nämlich einen Ring mit Mana drin. In der Tasche. Und der versorgt den hier, den Sojourner's Sash, mit Energie. Der sorgt dafür, dass ich hier nicht springen muss. Ich kann einen Block hoch einfach laufen. Außerdem laufe ich schneller. Und dann habe ich hier diesen Ring, den ich eben gerade abgenommen habe. Das ist ein Magnetring. Das heißt, der zieht alles an, was man so... zeigen wir es mal. Ich werf hier mal einfach eins in die Gegend und das ist eigentlich zu weit weg, als dass ich es aufsammeln könnte. Aber dank meines Magnetrings kommt es trotzdem zurück. Ist sehr praktisch, wenn man irgendwie über Kopf arbeitet oder so. Es fällt einem nichts mehr in Lava. Und das verwendet Mana. Meine Rüstung auch. Das ist alles Mana Steel. Den macht man auch mit diesem Botania-Zeugs. Und die hat den Vorteil, wenn die Schaden nimmt, also die Durability runtergeht, dann kann die sich selbsttätig mit diesem Mana reparieren. Dann habe ich hier die ganze Zeit neben diesem Ding gestanden, ohne zu erklären, was es ist. Das ist eine Tinker's Forge. Das ist im Prinzip eine große Schmiede, eine große Esse. Hier kann man jede Menge verschiedene Metalle, Materialien und so weiter schmelzen. Und dann kann man hier... nehmen wir einfach mal einen Barren, dann kann ich es kurz zeigen. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Wir haben zum Beispiel Alumite. Das sind verschiedene Metallsorten, die hier drin sind, unter anderem auch Blut. Was ich sehr spannend finde, irgendwelche Mobs müssen da drin spawnen, auch wenn da irgendwie Licht an sind und Fackeln sind. Und ich weiß noch nicht genau, wofür man das benutzen kann, aber ich habe 4,8 Eimer voll davon. Ich habe das Alumite jetzt ausgewählt, oder? Ja, habe ich. Das kann man dann hier so, die Gussform hier so drauflegen und dann kann man die vollgießen und dann muss das ein bisschen abkühlen und aushärten und dann hat man da einen Barren davon, den ich jetzt aber gar nicht brauche. Deswegen lege ich ihn jetzt hier wieder rein. Damit kann man ganz schicke Werkzeuge machen, zum Beispiel diese hier. Das ist eine Stahlspitzhacke, die automatisches Selbstreparieren drin hat und Forgen. Und das ist ein Schwert. Ich habe fast alle meine Werkzeuge mit diesem Auto-Repair. Das ist nämlich eine sehr schöne Sache. Da muss man im Prinzip nur Sonnenlicht drauf scheinen lassen und dann reparieren die sich von selbst. Und ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Das dauert sonst viel zu lange. Da kann man eigentlich eine Stunde lang nur über das Zeug sprechen und was es da an Upgrades und so weiter gibt. Wir haben aber noch eine ganze Menge uns anzugucken. Und zwar geht es jetzt erstmal in den Berg. Und da gibt es eigentlich eine ganze Menge Zeugs. Da ist hier ein bisschen, das kommt alles so langsam weg. Ich habe hier ein Werkzeugregal.
Da gehen leider die Tinkers-Sachen. Oh, gehen sie doch. Das muss im letzten Update gewesen sein. Die gingen nämlich nicht da rein. Aber jetzt kann man sie dahin hängen. Na gut, aber die brauche ich. Die will ich behalten. Das war meine allererste Mine da unten. Da kommt mein allererstes Material her. Und mit diesem allerersten Material habe ich angefangen, das hier alles zu bauen. Und das sieht noch gar nicht so wild aus. Hier gibt es so ein paar Maschinen, mit denen man ein bisschen was machen kann. Und ein paar Kisten. Hier gibt es jede Menge Kisten mit Bienen drin. Das sind allerdings nur die weiter zu sortieren Kisten. Da fangen wir mal auf dieser Seite an. Hier kommen die, da sind wir direkt unter den Bienenstöcken. Kann man, hier ist wieder ein Elevator. Wenn ich hier einfach mal senkrecht nach oben gehe, stehe ich direkt vor den Dingern. Und da ist eine Rohrleitung, die da direkt runterkommt. Das wird dann hier sortiert. Alles an Bienenwaben geht hier rein, das geht dann hier in die Zentrifugen, da wird es dann ausgeschleudert und deren Ergebnisse kommen dann hier rein. Und da ist wieder mein weiß-weiß-roter. Und das sind Packager. Ein Packager versucht automatisch aus allem, was reinkommt, erstmal 2x2 und dann 3x3, die in der Werkbank zusammenzulegen. Also hier sind 2x2 versucht er zuerst, was bei Dirt ein bisschen blöd ist, weil 3x3 wäre Compressed Dirt. Den wollte ich eigentlich machen, habe mir dafür mehrere Stacks Coarse Dirt gemacht, aber naja, das werde ich schon noch irgendwo los. Der sammelt von diesen Bienen, da kommen Metallnuggets und Diamantfragmente und all so ein Zeugs. Da kommen die ganzen Bienenprodukte gerade runter und werden dann hier wegsortiert. Diese Packager machen dann eben aus den Metallnuggets Metallbarren und aus den Diamantfragmenten Diamanten und so weiter und das alles automatisch. Und jetzt bin ich ein bisschen aus der Spur gekommen gerade. Und da ist ein Computercraft-Terminal, das funktioniert noch nicht so, wie ich das wollte. Der bleibt nämlich, unser Server startet einmal am Tag neu und dann startet dieser Terminal nicht neu. Und eigentlich sollte er dazu da sein, mir automatisch den Füllstand meiner Tanks anzuzeigen, aber das macht er nicht. Hier habe ich mein Bienenarchiv alphabetisch sortiert. Ich habe nämlich schon über 140 Bienensorten gezüchtet. Jede Menge, die alles Mögliche an verschiedenen Produkten machen und so weiter und so fort. Und alphabetisch erschien mir am sinnvollsten. Und hier ist die Maschinerie, mit der man das macht. Hier kann man automatisch Bienen mutieren lassen und dann kann man ihnen im Imprinter neue Eigenschaften aufpfropfen sozusagen. Und die dann über sind, die packt man in den DNA-Extraktor und der macht dann flüssige DNA draus und dann kann man mit einem Template hier komplett neue Bienen machen, die maßgeschneidert sind und so. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und klassisches Enchanting mit einem Unterschied. Ich habe hier Liquid XP. Wenn ich mich auf diesen Abfluss stelle, so, ist komplett voll. Normalerweise würden jetzt die Erfahrungspunkte, die ich bei mir habe, durch diesen Abfluss in diesen Tank laufen. Aber der Tank ist schon voll. Dieser Tank hat den Vorteil, wenn ich ein paar zusätzliche Level brauche, muss ich da nur drauf rechtsklicken. Und dann kriege ich die zurück. Und jetzt ist auch genügend Platz drin. Jetzt kann ich kling, 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 ein paar Level XP in diesem Tank speichern. Den muss ich nochmal vergrößern. Das ist ein Buildcraft Assembly Table. Da kann man so verschiedene... Da ist ein Genetics-Prozessor, den ich für das Bienen-Genetics-Zeugs brauche. Verschiedene Schaltkreise für Gates und so weiter kann man hier mitmachen. Und das wird mit Lasern angetrieben. Deswegen ist hier so eine Batterie davon. Wenn ich die einschalte, jetzt ist wahrscheinlich kein Rezept ausgewählt. Nehmen wir hier so ein Basic-Gate. Und dann, da machen sie Alarm. Da wird jetzt ein Basic-Gate gekocht. Das landet dann da in der Truhe. Da sind nur ein paar Büsche mit Erzbeeren, die kann man ernten und dann, da ist eine ausgewachsen. Dann hat man 3 Kupferbeeren. 9 davon machen einen Barren. Das sieht alles noch gar nicht so wild aus. Wild wird's erst. Das eine Ding, da habe ich absichtlich nicht beschrieben. Ich habe ein paar mehr Sachen absichtlich nicht beschrieben, aber hier sieht's dann schon noch etwas komplizierter aus. Das hier ist meine Ethanolproduktion. Hier landen Früchte, die Äpfel und so weiter. Hier sind nämlich die
Ender Chests davon. In diesen grünen sind die Saplings, die Setzlinge. Und da kann man sehen, das war der falsche, da will ich hin. Wenn ich jetzt zumache, dann kann man ganz kurz sehen, dass beide grüne Ender Chests offen sind und zugehen. Deswegen klingt der Ton auch so komisch. Die gehen alle gleichzeitig auf. Und da ist ein Fermenter, da oben ist ein Squeezer, der macht den Fruchtsaft, auf der anderen Seite der macht Honig, das braucht man als Flüssigkeit in diesem Fermenter und die Biomasse, die geht dann hier raus in die Still, in die Destille und die macht dann daraus Ethanol und so weiter und so fort. Und hier ist nochmal einer zusätzlicher, der funktioniert mit Wasser. Mit Wasser ist er aber nicht so effizient, deswegen tue ich hier nur von Hand Sachen rein. Da ist noch ein bisschen Energieerzeugung für elektrische Energie. Diese dicken Kabel sind Kupferkabel, es sind elektrische. Diese orangenen sind für die RF-Energie. Das sind Speicherzellen dafür. Hier hinten mache ich aus Bienenprodukten, naja, nicht hier hinten, das Ding steht da, mache ich aus Bienenprodukten Lava. Der zerquetscht nämlich Cobblestone zusammen mit ein bisschen Phosphor da. Und das landet dann unten im Tank. Und eine total spannende Sache ist dieses ganze Ding. Auf diesen bunt leuchtenden Dingern da hinten, in dieser ME-Drive, da ist alles, was ich so an... Naja, nicht alles. Ein bisschen was ist oben in den Chests, aber da ist so gut wie alles drin, was ich an Inventar habe. Und das kann man über dieses Terminal sehen. Da. Ich habe 66.400... 75 Holzkohle und 54.612 Stein und 19.000 und so weiter. Das kann man hier so durchblättern, da ist jede Menge Zeugs und das ist alles hier drin. Das wird hier auf diesen Storage Cells gespeichert. Die sind im Prinzip so wie Festplatten, aber für Items in Minecraft. Und die laufen alle in diesen Controller über diese Kabel. Und das ist eine sehr clevere, sehr geschickte Sache, was das alles kann. Das hat nämlich auch so Sachen wie, die sind hier eine Etage tiefer, da gehen wir gleich hin, molekulare Assembler. Und mit diesen molekularen Assemblern kann man ganz klasse craften. Ich habe hier ein paar Rezepte unten drin. Da, das sind Sachen, die sind nicht vorhanden. Ich kann es hier eigentlich auch umschalten, alles auf craftable. Da müssen wir wieder an den Anfang der Liste, die ist nämlich nicht so groß. Da sind einige Sachen drin, zum Beispiel hier so ein Combustion Generator. Das ist eine Verbrennungsmaschine. Und das Rezept dafür, das können wir uns mal eben hier in NEI raussuchen. Dafür ist es ja da. Das wird aus einem Machine Chassis und Fluid Tanks und einem Piston und Zahnrädern gemacht. So ein Fluid Tank wird wieder aus einzelnen Sachen zusammengesetzt und das Machine Chassis aus verschiedenen Sachen. Und das ist ein bisschen nervig, das alles zu basteln. Und stattdessen kann ich einfach sagen, ich werde wahrscheinlich früher oder später einen brauchen. Ich hätte gerne einen davon. Und dann sagt er mir, okay, das ist alles das, was ich dafür brauche. Und dann sage ich Start. Und dann dauert es einen kleinen Moment. Und da ist er da. Und verantwortlich dafür sind ein paar Maschinen, die ich hier unten eine Etage tiefer habe. Dieses ganze Zeugs hier mit diesem violetten Kabel, das ist ein ME-Glaskabel und so, das hängt da auch alles dran. Da ist die automatische Erzbearbeitung, da ist da hinten ein Ofen und so weiter. Das Ding kann jede Menge Zeugs automatisch, wenn man es richtig einrichtet. Und hier unten haben wir dann Energieerzeugung, jede Menge davon. Die Maschinen hier, das sind alles Dynamos, die laufen mit Ethanol. 10 Stück davon. Und produzieren Energie. Und die Maschinen hier, das sind 11, die laufen mit Lava. Und die Maschinen hier, das sind nochmal 10, die laufen mit Benzin. Und da hinten ist schon wieder so ein blöder Slime unterwegs. Das ist der Nachteil an dieser Gegend. Hier sind fürchterlich viele Slimes. Also, die laufen mit Benzin. Und die hier, das sind die Combustion Generators, wovon ich gerade eben einen gemacht habe, das sind auch 10, die laufen mit Raketentreibstoff. Den mache ich da oben in 2 Maschinen. Und das hier, die Dinger, die hier so fürchterlich laut brummen, das sind 20.
zweimal, nee, das sind, Blödsinn, 16. Zweimal 8 verschiedene Typen. Das sind Furnace, der eine ist Survivalist, der andere ist Generator, der Furnace-Generator, die laufen im Prinzip mit allem, was brennbar ist. Da geht meine ganze Holzkohle rein. Und damit produziere ich einen Riesenhaufen Energie. Mit dem Ding kann man Koks machen und mit dem Ding kann man Stahl machen. Die kommen von Raycraft, die sind nicht so spannend. Das sind im Prinzip nur überdimensionierte Öfen. Das hier sind die molekularen Assembler, von denen ich ja schon gesprochen habe. Da geht hier das Kabel da hoch, das hat lauter bunte Farben, das hat auch so bestimmte Aussagekräfte. Da steht zum Beispiel, 4 von 8 Channels sind benutzt, da könnte ich also noch was drauf machen. In diesen Dingern kann ich automatisch craften. Die kann ich auch als Crafting Grid benutzen. Das sollte eigentlich... kann ich nicht. Ist ja interessant. Dann ist es wahrscheinlich nur eine Anzeige. Ich habe es noch nie ausprobiert hier. Vielleicht muss ich dann hier einfach ein Pattern reinlegen. Muss ich irgendwann mal ausprobieren. Das ist jedenfalls das Applied Energistics, so heißt AE, mit vollem Namen. Das ist das automatische Crafting, was man davon kann. Und das kann man vollständig programmieren, wie das funktioniert. Dem Muster vorgeben und so weiter. Das kann auch, ich habe da oben ja gezeigt, ich habe 65.000 Holzkohle und da ist hier ein ME-Kabel und da hängt ein Exportbus dran, in dem drin steht, exportiere einfach mal Holzkohle und dann macht er diese Truhe hier voll. Und an diesem Item-Duct, an diesem Item-Transportrohr ist ein Servo und dem ist gesagt, du nimmst dir mal Charcoal und das ziehst du hier raus und packst das da unten rein, wenn irgendwo da Platz in einem dieser Generatoren ist. Der behält die also immer bestückt. Die sind immer voll. So gut wie voll. Die verbrauchen das, nicht ganz so schnell, wie der das nachliefern kann. Und so ähnlich läuft das auch mit meinen anderen Treibstoffen. Hier ist so ein Zwischenspeicher, das ist ein portabler Tank, den könnte ich jetzt mitnehmen. Da sind 128 Eimer Ethanol drin. Das ist nur, damit ich so auf der Strecke, auf dem Rohr ein bisschen Zwischenspeicher habe, denn die sind sehr platzsparend. Der ist einen Block groß und hat 128 Eimer, das ist noch nicht die größte Variante. Die andere Variante sind diese Dinger hier. Das sind Raycraft-Tanks. Die können leider pro Block nur 16 Eimer voll. Die kann man auch aus Stahl bauen. Die sind hier aus Eisen. Dann können sie 32. Aber bevor ich die anderen Tanks ausprobiert hatte, die hier kannte ich schon. Da habe ich mir hier ein paar davon gebaut. Ich hatte auch jede Menge Eisen. Der hier ist für Lava. Da sind gerade 412 Eimer drin, der wird langsam leer. Da muss ich mal was machen, da muss ich ein bisschen Lava organisieren. Hier ist Benzin drin, der hat 4300, der geht auch langsam zur Neige. Muss ich vielleicht nochmal eine Biene machen. Es gibt nämlich Bienen, die können Benzin machen. Und hier ist ein Öltank, der ist jetzt allerdings leer. Das Öl wird hier in diesem kleinen Ding zu Benzin raffiniert. In der Raffinerie raffiniert, so. Meine Güte. Manchmal schon schwierig mit den Worten und so. Und das war es eigentlich schon so als schneller Rundgang. Naja, was heißt eigentlich schon so? Haben wir jetzt auch schon wieder fleißig Zeit verbracht und ich habe noch nicht mal wirklich alles erklärt. Ich habe natürlich auch, wie das so meine Angewohnheit ist, hier riesen Löcher in den Berg gemacht. Wenn ich weit genug gehe, müsste eigentlich die Rückwand laden. Die ist nämlich nicht so weit weg, wie das jetzt aussieht. Die ist eigentlich schon gleich da hinten. Aber das alles habe ich mit einer Ender Quarry und einer normalen Quarry ausgegraben und in erster Linie, um das Material zu haben, um das hier alles zu bauen. Und da gibt es noch ein paar mehr Maschinen, die hier drin stehen, die ich noch nicht erklärt habe. Da gibt es hier zum Beispiel diese Sackmill, die macht automatisch aus dem, was da an Material aus der Quarry reinkommt, macht sie Pulver, was bedeutet, dass ich doppelt so viel aus meinen Erzen rauskriege, was bedeutet, dass hier die Festplatten volllaufen, die roten sind voll, die orangenen sind fast voll, auf den grünen ist noch Platz. Das Ding hat nämlich auch eine Grenze, was es speichern kann an Material. Und so sieht Feluca 2.0, Neu-Feluca, wie auch immer man das nennen will, jetzt aus. Oh, das habe ich nicht gezeigt. Das hier ist Thormcraft. Damit kann man zaubern, ganz viel.
alles, was es, oder fast alles, was es hier, da knistert ein Feuerchen unter dem Crucible. Alles, was es in Minecraft gibt an Items und Blöcken und Objekten und so, hat, wenn ich Shift drücke, erscheint hier da oben ein grünes Symbol. Das ist Terra, das weiß ich nun zufällig, hat einen magischen Aspekt. Und zwar hat er zwei davon. Und mit denen kann ich dann zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier in den Crucible schmeißen würde, einen Block Dirt, dann wäre in diesem Crucible wären zwei Aspekte Terra. Und dann, wenn ich das Richtige hinterher schmeiße, könnte ich damit auf magische Art und Weise was erzeugen. Und weil diese Zahlen nie ganz genau aufgehen, gibt es das Ding hier. Da kann man nämlich magische Aspekte rausdestillieren aus Objekten und dann kann man die in kleine Fläschchen, hier müssten welche drin sein. Ja, hier sind welche drin, in Glasfiles. Abfüllen und dann kann man die in diesen Gläsern hier, in diesen Warded Jars kann man, da ist zum Beispiel 40 Terra drin, kann man die drin speichern, damit man dann, wenn man die nämlich so in die Luft entlässt, dann gibt es Flux und Flux macht böse Sachen, dann kommen Wisps, das sind ganz fiese kleine glühende Punkte, die einen verfolgen und Blitze schleudern oder es kann Unwetter geben oder so. Vielleicht habe ich deswegen hier so oft Gewitter. Mir ist da nämlich ein Unfall passiert. Ich habe da aus Versehen ziemlich viel Zeugs reingeschmissen, was eigentlich gar nicht so geplant war. Und da ist eine Menge Flux entstanden. Vielleicht habe ich deswegen so viele Unwetter in letzter Zeit hier gehabt. Ist auch recht umfangreich, was man damit machen kann. Mit dem Zeugs habe ich die Golems gemacht, die da hinten drüben draußen die Farm betreiben. Und das hier ist eigentlich nur eine Sammlung von lauter verschiedenfarbigen, bunten Blöcken, die es hier so drin gibt, wie auch dieser Fußboden auch. Der Chisel-Mod ist hier nämlich auch drin und der hat, ich weiß es nicht, hunderte von Blöcken. Das sind hier eigentlich, all das hier Zeugs ist eigentlich so ein Factory-Block, heißt der, glaube ich, den man machen kann oder der hier. Einer von denen. Und den kann man mit dem Chisel in diese ganzen Varianten umbauen. Und dann gibt es hier einen Laboratory-Block. Da kommen diese ganzen Varianten her. Und da ist total spannend, was man damit machen kann. Habe ich schon ganz viele Ideen, aber noch nichts gebaut. Ich habe die hier alle erstmal nur ausgebreitet, weil ich sie mir in Natura angucken wollte. Ist ein bisschen Kraut und Rüben, aber ist ja nicht so, als hätte ich den Platz nicht. Und das sind ein paar Himbeere? Ja, Himbeere war es, glaube ich. Ein paar Himbeerbüsche, die werden automatisch von diesem Ding geerntet, um damit dann auch Fruchtsaft zu machen für den Fermenter, für die Ethanolproduktion und so. Und haben wir hier uns so ziemlich alles angeguckt. Das ist jetzt so, wie Felucca aussieht. Zumindest meine Ecke hier. Die sieht so aus. Und ich habe ein paar Ideen für Projekte, ein paar interessante Sachen, ein paar vielleicht nicht so interessante Sachen. Und ich habe mich noch nicht entschieden, wie oft ich das machen werde, wie viel ich davon machen werde. Aber auf jeden Fall so hin und wieder mal werde ich ein Video von diesem Zeugs hier machen und dann erzählen, was ich tue, warum ich es tue und dabei dann auch so erklären. Das war jetzt so ein Schnelldurchlauf durch diese ganzen Mods und die verschiedenen Maschinen und so weiter und so fort. Da werde ich dann auch ein bisschen erklären, wie diese Mods funktionieren, wie die Maschinen funktionieren und was man damit machen kann und wie man sie zusammenstecken kann und warum das so funktioniert und wie es vielleicht ganz gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert und so weiter und so fort. Aber wir sind jetzt schon wieder ganz schön lange hier drin unterwegs und ich brauche jetzt dringend einen Schluck Wasser, weil mein Rachen langsam rau wird und deswegen sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.